Es ist mal wieder Zeit für meinen Disney Haul. Hallo meine Lieben, und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zum Disney Juni Haul. Ja, ich finde, die Monate gehen jetzt so schnell vorbei. Wir haben schon wieder Juli und es ist Zeit für den Juni-Haul. Obwohl man muss da sagen, der Mai-Haul kam ein bisschen verspätet, der kam ja fast schon Mitte Juni. Ja, was habe ich im Juli alles gekauft? Ich gucke mal so nach rechts. Wir haben was vom Primark. Wir haben natürlich was aus dem Disneyland Paris, da waren wir ja auch. Und von der Tommy Hilfiger Kollektion, da bin ich auch schwach geworden. Aber das zeige ich euch natürlich alles inklusive Try-Ons. Und wenn es die Sachen online noch gibt, natürlich findet ihr dann die Links unten in der Infobox. Und wenn ihr neu auf meinem Kanal seid, erstmal herzlich willkommen. Ich glaube, meine Kamera ist ein bisschen schief. Ich muss sie gleich noch ein bisschen reinstellen. Also erstmal herzlich willkommen. Ich bin Moni. Normalerweise gibt es hier Videos aus verschiedensten Freizeitparks, vor allem aus dem Disneyland Paris. Und wenn ihr meinen Kanal noch nicht abonniert habt, dann würde ich mich über ein Abo freuen. Natürlich über einen Daumen nach oben. Und ja, denkt daran, die Glocke zu aktivieren. Da bekommt ihr auch immer die neuesten, so ein Pop-up, wenn ich ein neues Video hochgeladen habe. So, ich stelle jetzt mal die Kamera ein und dann starten wir. So, jetzt sieht es gerade aus. Fangen wir an mit Primark. Die liebe Brina war für mich wieder im Einsatz. Der Primark leider in Kaiserslautern, der schließt irgendwann demnächst. Also wann, ist noch nicht bekannt, aber dann wird meine Primark-Quelle leider ausgehen. Muss dann gucken, wo ich immer zu Primark shoppen gehe. Hier in der Nähe gibt es keinen, also in der Schweiz gibt es keinen Primark. Ja, mal gucken, wenn man spontan halt irgendwo in Deutschland unterwegs ist. Ja, was hat sie mir mitgebracht? Einmal hier diese Make-up-Box, würde ich mal sagen. Da oben kann man dann verschiedene Make-up-Sachen reinmachen. Hier unten sind zwei Schubladen. Ist aus Plastik, hat nur 8 Euro gekostet. Und hier die Knöpfe sind mit Minimaus. Habe ich mir hauptsächlich halt hier für die Schweiz gewünscht. Kann ich hier bei meinem Freund lassen, da mein ganzes Zeug reintun. Und die Schubladen hier echt praktisch. Und ich finde, für 8 Euro ist das ein mega guter Deal. Das war das erste Teil. Dann gab es eine Waage. Die hat sie mir sogar vorher noch gekauft, vor den anderen Sachen. Die war im Sale. Aber jetzt ist der Sale-Preis nicht mehr dran. Also ursprünglich hat sie 8 Euro gekostet, aber ich glaube, im Sale hat sie jetzt noch 2,50 oder sowas gekostet. Das weiß ich jetzt gar nicht mehr. Eine Minimaus-Waage bis maximal 5 Kilo. Und ja, ich habe einen Thermomix, aber ich bin oft zu faul, einfach den Thermomix anzumachen, nur um was zu wiegen. Und zweite Sache, wenn ich hier ausziehe aus der Wohnung von meinem Freund und wir nicht zusammenziehen sollten, braucht er auch eine Waage hier. Ich weiß, es ist jetzt nicht die beste Waage, um bei ihm zu lassen, im Disney-Design, aber damit wird er leben, weil er benutzt die Waage eh nie. Das heißt, ja, die wird dann hier bleiben, weil ich meinen Thermomix natürlich dann mit in meine Wohnung nehme. Dann gab es einen Teppich, den ich nicht auspacken werde. Ich zeige euch das Bild. Es ist ein runder Minimaus-Teppich. Ich habe keine Ahnung, wo ich ihn hinlegen werde. Aktuell bleibt er erstmal so, wie er ist und wartet auf seinen Einsatz in der neuen Wohnung. Also hier kann ich auf gar keinen Fall hinlegen. Und in meiner alten deutschen Wohnung macht es einfach auch keinen Sinn. Er hat 12 Euro gekostet und ja, steht hier auch eine Größe. One Size, ah da, 70 x 70 cm und hat Anti-Rutschmatten. Also eigentlich perfekt für so ein Kinderzimmer. Mal gucken, wo er da mal zum Einsatz kommt. Und als letztes gab es einen Hut. Und zwar, den hat Brina auch schon angehabt in Disneyland. Fand ich mir übrigens mega schön, ihre Bilder, die Nina von ihr gemacht hat. Ein Ariel-Hut, der ist aber aus der Kinderabteilung. Brina passt ja ganz gut. Ich weiß nicht, ob bei mir ein bisschen zu eng ist. Also es geht schon, aber er passt jetzt nicht komplett über meinen Kopf. Er sitzt halt so ein bisschen locker drauf und hier ist noch ein bisschen Platz. Aber geht schon. Oder? Ist er mir zu klein? Also Brina passt ja, aber anscheinend hat Brina einen schmaleren Kopf als ich. Ist trotzdem cool. Kostete
8 Euro, wie gesagt, aus der Kinderabteilung. Und ja, aus der Disney 100 Kollektion mit Ariel vorne. Also, ich finde die schon schön. Aber kann man so, also sie hat ja ihn in den Park an, das ist dann natürlich auch cool, aber mal gucken, ob ich ihn dann in unseren Sommerurlaub mitnehme. Machen wir weiter mit Tommy Hilfiger. Und ja, ich habe es in der Story auch auf Instagram mal gepostet. Die neue Kollektion von Tommy Hilfiger, die Disney-Kollektion. Also, ich finde sie ja mega. Ich würde am liebsten alles von der Kollektion kaufen. Aber dann bin ich wirklich pleite. Also, die ist so teuer, diese Sachen. Aber zwei Sachen sind bei mir eingezogen. Eine habe ich wieder zurückgeschickt. Eigentlich zwei. Also, ich habe immer die Schuhe habe ich doch wieder zurückgeschickt, die ich in meiner Story gezeigt habe, die Mickey-Schuhe. Dynamite, die sind aus wie von der Oma. Meine Mama hat dasselbe gesagt. Und dann haben sie es mir direkt schlecht geredet. Und dann habe ich gesagt, okay, schicke ich das wieder zurück. Und den Rock. Ich habe diesen dunkelblauen Rock mit den Patches bestellt. Ja, der war okay, hat ein bisschen abgestanden bei mir, hat mich sehr breite Hüften gemacht und für den Preis habe ich gesagt, nee, muss mich schon 100% überzeugen. Aber die zwei Sachen, die haben mich zu 100% überzeugt. Und zwar ist jetzt natürlich schlecht, ist jetzt im Try-On. Einmal dieses Blusenkleid und ich hatte es erst in 40 bestellt und das hat auch gepasst, aber war schon relativ groß. Und da habe ich gedacht, okay, bestellst du nochmal in 38. Und in 38 finde ich es dann noch ein bisschen besser. Also die fallen schon sehr relativ groß aus, die Sachen. Und ich habe das Blusenhemd dann jetzt in 38 behalten. Und ihr habt überall diese Charaktere. Hier mit Mickey, Daisy ist hier drauf, Goofy, Donald, Minnie. Ich weiß nicht, ob Pluto noch da ist. Sehe ich jetzt nicht. Also Pluto scheint nicht drauf zu sein, aber es ist so cool. Ich finde es einfach so mega. Und auch die Basecap dazu gefällt mir noch in dieser, in derselben Optik und ja, mega. Ich muss tatsächlich nochmal nach den Preisen gucken, weil ich die Sachen jetzt dann in der Schweiz bestellt hatte. Ich hatte die ja, vorher in Deutschland bestellt, aber da hatte ich einen 10% Rabattcode benutzt. Den wollte ich jetzt nochmal benutzen, wenn man sich neu anmeldet in der Schweiz. Und deswegen hatte ich dann hier die Sachen nochmal bestellt. Ich gucke gleich nach den Preisen in Deutschland. Und als zweites habe ich mir den Blazer bestellt. Ja, ich bin schwach geworden. Und wie gesagt, dieser Haul ist jetzt nicht der günstigste Haul. Also da kommt noch eine Sache. Ja, eine Sache auf jeden Fall, die noch sehr teuer war. Aber dieser Blazer gehört leider dazu. Aber er ist so schön. Also angezogen, einfach jetzt im Sommer so zu kühleren Tagen oder im Frühling. Einfach mega. Ich liebe diese Streifen. Ich liebe diese Mickeys hier überall. Und ja, es steht mir eigentlich echt gut, wenn man das so sagen kann. Habe ich auch in 38 bestellt. Ich trage normalerweise 40 locker. Also die fallen auf jeden Fall viel, viel größer aus, die Sachen. Aber ich bin einfach schwer verliebt von der Kollektion. Also dazu gibt es noch einen Rock. Der gefällt mir auch. Aber wie gesagt, würde ich alles bestellen. Könnte ich nichts mehr essen am Ende des Monats. So, ich gucke jetzt mal, was die zwei Sachen gekostet haben. Also ich weiß, das Blusenkleid war um die 200 Euro. Und der Blazer sogar noch teurer. Aber man gönnt sich ja mal manchmal so besondere Stücke. Also ich bin tatsächlich der Meinung, dass so besondere Designerstücke auch mal sein dürfen. Auch wenn Disney drauf ist. Ich werde es ja auch trotzdem. Ich ziehe das ja auch locker auf die Arbeit an. Also das Kleid hatte ich letztens auf der Arbeit an. Den Blazer noch nicht, war leider zu heiß. Aber das steht auf jeden Fall noch an. Jetzt bin ich auf der Seite. Ich möchte doch hier was suchen. So, jetzt sind wir auf der Seite. Also mir gefällt auch noch das blau gestreifte Hemdblusenkleid. Gefällt mir auch noch. Kostet aber 230 Euro. Ja, es gibt noch passende Schuhe zu dem Blusenkleid, was ich eben gezeigt habe, so ein Hemdkleid, so heißt es hier. Also ohne Rabattcode hat das Hemdkleid 240 Euro gekostet und wie gesagt, ich hatte 10% Rabattcode. Also sind wir bei um die 200 Euro. Und der Blazer, wie gesagt, der war teurer. Es gibt auch so coole Männersachen und Kindersachen, aber bei Kindern denke ich mir, boah, so viel Geld für eine Klamotte auszugeben, die tragen sie dann zweimal, dann ist auch wieder, sind sie rausgewachsen. Ja, also der Blazer ohne Rabattcode hat 350 Euro gekostet. Ja, ich
Ich sag nichts mehr dazu. Wie gesagt, es ist teuer. Der Rock gefällt mir auch noch. Der ist bei 200 Euro. Die Basecap zu dem Hemdkleid bei 90 Euro. Das T-Shirt gefällt mir auch noch ganz gut für 90. Ich hoffe, dass es irgendwann mal Rabatt, also dass es irgendwann mal im Sale ist. Aber sehr, sehr viele Sachen sind ausverkauft, wie zum Beispiel die Handtaschen und so. Also es kommt schon gut an. Aber ich hoffe trotzdem irgendwann auf Sale und dann vielleicht kaufe ich ja mir noch die ein oder andere Sache. Dennoch bin ich sehr, sehr happy über die zwei Sachen. Das Hemd, also das Hemdkleid ist übrigens aus Baumwolle. Also auch richtig hochwertiges Material. Machen wir weiter mit den Sachen von verschiedenen Firmen, also Einzelteile von verschiedenen Firmen, die ich mir sogar so gekauft habe. Und zwar fangen wir an mit dieser Tasche. Die habe ich auch in der Story auch schon gezeigt. Die kam echt gut an bei euch. Habe ich bei Zalando bestellt, aber die ist von Desigual. War im Sale bei Zalando. Ich glaube, Ursprungspreis war 70 Euro. Und im Sale habe ich jetzt, glaube ich, nur noch irgendwie 27 oder 30 Euro bezahlt. Und ich habe dieselbe Form von der Tasche, auch von Desigual, schon in schwarz. Und da ich ja jetzt öfter einmal nur mit Handgepäck fliege oder auf mein Gepäck aufpassen muss, liebe ich diese Taschen, weil die passen zu vielen Sachen, also schwarz oder beige jetzt halt hier im Sommer. Und da passt extrem viel rein. Also da ist so viel Platz drin in diesen Taschen. Da bin ich echt immer happy drum, weil ich da alles immer reinschmeißen kann und einfach so drum klappen kann. Hier hinten ist auch noch eine Tasche. Also echt ein Stauraumwunder. Und das Material ist super schön. Die Hidden Mickeys hier drauf, oder Hidden sind es ja nicht, die Mickeys hier drauf. Hier ist an der Seite, da gibt es auch noch einen Anhänger mit Mickey. Sieht man das? Mein Gesicht verdecken. Also hier ist einmal so ein Anhänger. Und der hier, genau. Und im Sale super Schnapper gewesen für 70, also normalerweise 70 Euro. Und ja, im Zalando-Sale, es gab, glaube ich, 50% Rabatt und dann nochmal ein Rabattcode, 10% nochmal extra. Also ich glaube, ich habe nur noch irgendwie um die 27 oder 30 Euro für die Tasche bezahlt. Also echt gut. Dann geht's weiter mit, bleiben wir mal Zalando, aber einer anderen Firma. Und zwar habe ich mir diese Schuhe bestellt. Habe ich euch auch in der Story gezeigt von Even in Odd. Also die haben eine mega coole Schuhkollektion bei Zalando. Einfach mal Even in Odd Disney eingeben. Und dann gibt es so viele Schuhe, auch mit Baby Yoda und Gummistiefel und Hausschuhe und keine Ahnung was. Ich habe mir hier die bestellt, die waren auch im Sale und mit extra Rabattcode, glaube ich, habe ich am Ende nur noch 17 Euro bezahlt. Also es geht auch günstig in meinem Haul. Und so sehen die aus. Ich finde die mega, weil die sind eigentlich recht dezent mit diesem Disney 100 Look mit dem Silber und Weiß und den Charakteren obendrauf. Die kamen auch echt gut bei euch in der Story an. Also ich hatte sehr, sehr viele Link-Klicks auf die Schuhe. Die verlinke ich euch ja immer in der Story auch. Und ich habe auch schon gesehen, einige haben sich die auch nachgekauft, weil sie mich verlinkt haben. Vielen, vielen Dank dafür. Also wenn ihr was nachkauft oder so von mir in der Story oder im YouTube-Video, könnt ihr mich gerne natürlich verlinken und ich reposte es in meiner Story. Ja, ich trage Größe 38, fällt ganz normal aus und wie gesagt, ich finde sie mega schön, praktisch und günstig. Dann machen wir weiter mit einem Rock von Stitch Choupé by Loungefly. Ja, ein weiterer Rock für meine Kollektion und diesmal nicht in Amerika bestellt. Also ich werde in letzter Zeit auch wieder öfter gefragt, woher hast du denn deine ganzen Röcke? Ja, die sind halt von Stitch Choupé by Loungefly und die meisten kann man halt nur in Amerika bestellen. Aber Funko Europe hat auch noch die Halloween, da habe ich auch meine Halloween-Rock her. Ich glaube, ich weiß nicht, welche Kollektion noch. Die Christmas-Kollektion. Stimmt, da habe ich auch meinen Christmas-Rock her. Und jetzt gab es die Rapunzel-Kollektion. Leider, wie gesagt, nur den Rock und das Kleid, das passende Oberteil. Es gibt ja immer noch ein T-Shirt. Haben sie leider nicht, aber das kann man ja irgendwie was anderes anziehen. Muss jetzt auch nicht sein. Das ist der Rock. Mega schön im Rapunzel-Design. Ich trage immer Größe L in den Stitch Choupé by Loungefly-Röcken. Ich wusste der Pin. Das ist der Pin, der dazu ist. Also man hat immer einen Pin bei diesen Klamotten. Und hier steht an der Seite, go live your dream. Go live. Ja, go live. Go live your dreams. Finde ich auch ein super Motto. Sollte man auf jeden Fall verfolgen. Dann habt ihr hier auf dem Kleid natürlich Rapunzels Turm, Rapunzels Haare, Flynn und Rapunzel im Boot, Muttergurtel und Rapunzel, also mega schön. Und ich hoffe, dass ja die Princess Celebration Ende August ist. Es gibt noch keinen
keine Bestätigung. Die letzten 2 Jahre war es immer in der letzten Augustwoche. Ich hoffe, dass es dieses Jahr wieder so ist. Und wenn es so ist, werde ich wahrscheinlich im Park sein und dann ein Outfit zu diesem Rock anziehen. Das kann ich schon mal verraten. Dann geht es weiter mit Lego. Ich habe ja in meinem letzten Haul schon gesagt, dass ich die Disney 100 Figuren schon einige hatte. Ich glaube, ich hatte 7. Aber mir haben noch einige gefehlt und jetzt habe ich sie tatsächlich komplett. Ich habe sie alle komplett. Eine liebe Followerin hat mir ihre restlichen Tütchen überlassen. Und da waren tatsächlich natürlich einige doppelt. Die habe ich dann über Instagram wieder verkauft. Aber ich hatte Glück und habe jetzt alle. Alle. Und ich zeige es euch jetzt nacheinander. Ich glaube, es sind 18 Stück. Und jeweils einer hat 4 Euro gekostet. Wie gesagt, ein paar habe ich schon mal im letzten Haul gezeigt. Aber der Vollständigkeit halber zeige ich euch sie jetzt auch nochmal. Also wir fangen an. Es gibt keine spezifische Reihenfolge. Ich muss sie nur alle mal hier von der Seite her ziehen. Oh, Pinocchio ist noch liegen geblieben. So, starten wir mit Aurora. Das ist Nummer 1. Ich finde die echt schön. Ich habe jetzt, muss mir auch noch so eine Box bestellen für die. Nummer 2. Jetzt komm, fokussier. Stitch. Bleib mal so. Robin Hood. Ich glaube, ihr habt es mir geschrieben. Ich glaube, er heißt... Heißt der Leon? Ich habe schon wieder seinen Namen vergessen. Der König von Robin Hood. Oswald, darüber habe ich mich so gefreut, dass ich Oswald hatte. Dann einmal Pocahontas. Dann die Evil Queen. Also die sind echt cool. Baymax hatte ich schon beim letzten Mal. Cruella hatte ich auch beim letzten Mal. Dann einmal, ja, ich habe es in meinem Reel. Jetzt muss ich hier den Hund wieder dran machen. Jetzt muss ich mal meinen Arm kurz abnehmen. Der Hund fällt hier nämlich immer ab. In meinem Reel habe ich gesagt Coco. Und der Eddie hat gesagt, er heißt nicht Coco, er heißt Miguel. Ich weiß, aber ich war so voller Freude, dass ich gesagt habe Coco. Und bei dem ist das tatsächlich cool. Er kommt mit 2 Gesichtern. Das heißt, man kann das... Und eine Frisur. Also man kann das Gesicht und seinen Kopf austauschen. Dann hat man im Prinzip sein normales Gesicht mit Haaren. Oder halt hier dieses, wie heißt denn jetzt dieser Feiertag? Der 1. November Feiertag. Da schminkt man sich ja so und so weiter. Mir fällt gerade der Name nicht ein. Auf jeden Fall Miguel. Dann Dr. Facili. Hallo. Jetzt Dr. Facili, die Herzkönigin, Mulan. Ach, bei Tiana muss ich den Rock gleich noch wechseln. Da hat mir auch eine geschrieben, die hat den Rock falsch rum an. Mickey, habe ich mich auch sehr drüber gefreut. Dann, nicht Miguel. Jetzt habe ich... Ernesto de la Cruz. Also manchmal habe ich es auch mit Namen. Auf der Arbeit. Gesichter kann ich mir super merken, aber Namen ist ganz schwierig. Ganz schwieriges Thema. Dann Jiminy Cricket. Heute ist der Fokus aber nicht so in der Laune zu fokussieren. Ihr seht es auf jeden Fall. Dann Pinocchio. Jetzt hat es fokussiert. Und wie gesagt, Tiana mit... Ja... Siehst, ich habe sie falsch rum angekleidet. Ich zeig's euch von hinten. Ja, okay. Sie hat es falsch rum an. Kann jedem mal passieren, dass er seine Klamotten falsch rum anzieht. Ist doch jedem schon mal passiert. Ja, also wie gesagt, die Figuren gab es auch. Jetzt vollständig. Jetzt muss ich mir noch diese Box kaufen und dann können die da auch schön rein, weil aktuell stehen sie einfach immer irgendwie blöd rum. Ich habe noch keinen Platz für sie gefunden. Aber die bleiben jetzt erstmal hier blöd rumstehen. Und zu guter Letzt aus diesen Einzelteilen ist meine D23-Zeitung gekommen. Ist natürlich im Abo drin. Habe ich ein Video dazu gemacht, was D23 ist und so weiter. Das heißt, ist im Abo-Preis enthalten. Und das Cover ist tatsächlich was ganz Besonderes, denn dieses Mal gab es ein Mystery-Cover. Man wusste nicht, welches Cover man bekommt. Es gab, glaube ich, Haunted Mansion, also zum Film, zum Ariel-Film oder zum Elemental-Film. Und ich habe Elemental bekommen.
Und ich muss sagen, der Film interessiert mich gar nicht. Also ich werde ihn mir irgendwann auf Disney Plus wahrscheinlich angucken, aber ich gehe jetzt nicht ins Kino, um ihn mir anzugucken. Also ich habe irgendwie, keine Ahnung, die Trailer haben mir null zugesagt. Und ich warte, bis er dann auf Disney Plus rauskommt. Haunted Mansion und Ariel hat mich tatsächlich noch besser mehr gefreut. Egal. Ja, was gibt's hier wieder zu sehen? Es gibt verschiedene Berichte. Hier immer Disney Cruise. Was haben wir hier? Indiana Jones ist ja jetzt auch im Kino. Ah ja, hier steht Happy Haunts. Das ist der Haunted Mansion Film. Wahrscheinlich gibt's dann ja auch was zu Ariel und zu Elemental. Ja, also muss ich mir tatsächlich noch durchlesen. Richtig cool. Und freue mich immer, wenn so eine Zeitung nach Hause eintrifft. Und jetzt kommen wir zu den letzten Sachen und aus dem Disneyland Paris. Im Disneyland Paris ist es gar nicht so viel geworden, aber eine teure Sache, die habe ich euch ja schon angekündigt. Fangen wir an mit dem Popcorn Bucket, weil er jetzt gerade hier so groß auf meinem Tisch steht. Der Pride Popcorn Bucket. Natürlich war da Popcorn drin, als ich mir ihn gekauft habe. Er hat 25 Euro gekostet, soweit ich mich erinnern kann. Kein Jahreskartenrabatt. Aber er ist schon richtig cool. Also allein die Farben und hier dieses bunte Band, er sieht schon richtig cool aus. Was ich damit machen werde, ich habe keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Hinten steht Disneyland Paris auch drauf. Also wäre Disneyland Paris Exclusive. Und ja, wie gesagt, da ist noch ein bisschen Popcorn drin. Aber ich glaube, das schmeckt nicht mehr. Ja, wird halt wahrscheinlich Deko im Schrank sein. Ich weiß es noch nicht, was man mit dem Popcorn Bucket so machen kann. Dann, auch von der Pride, gab es einmal gratis ein Rhino-Shield-Beutel. Da musste man sich, glaube ich, irgendwie anmelden. Irgendwas mussten wir da machen. Unsere E-Mail-Adresse eintragen. Da gab es diesen Beutel mit dem Pride-Logo drauf. Eigentlich ganz cool, wenn man einkaufen geht. Und während der Pride gab es noch... Kriege ich das hin? Warte. Diesen Fächer. Und der hat mich der Preis richtig überrascht. Der hat nämlich nur 10 Euro gekostet, ohne Jahreskartenrabatt. Und mit Jahreskartenrabatt einfach 8 Euro. Der ist einfach riesig und ich finde den cool. Also kann man sich richtig schön raus anfächern. Und während der Party haben die ganzen vielen diese Musik mit dem Fächer gemacht. Also die ganze Zeit. Ich bin jetzt nicht so musikalisch. Aber das haben wir die ganze Zeit gemacht. Ich denke mir immer, okay, irgendwann ist er kaputt. Deswegen wollen wir das jetzt nicht überstrapazieren. Ja, also richtig cooler Fächer. Gab's noch. Dann habe ich mir persönlich noch was gekauft. Also die anderen zwei Sachen, die ich euch noch zeige, wurden mir gekauft. Und zwar habe ich mir noch die Tasse gekauft. Die vom 30. Geburtstag. Ich habe nämlich keine 30. Geburtstag-Tasse. Und ich finde die echt ganz cool in diesem Metallic-Look. Disneyland Paris und hier vorne die 30. Sie hat 20 Euro gekostet und ich glaube, sie ist nicht spülmaschinenfest. So sieht sie jedenfalls aus. Das heißt, eigentlich ist sie nicht für mich geeignet. Aber ich hatte sie dann schon gekauft und dachte ich mir, okay, dann benutze sie halt weniger und muss sie mit der Hand spülen. Ich hasse das. Also alles mit der Hand spülen finde ich ja ganz furchtbar. Aber sie ist schon richtig cool. Und das letzte Teil, was ich mir, wie gesagt, was ist jetzt hin? Ach ja, persönlich gekauft habe, ist der Disney 100 Pandora Charm. Und zwar der vierte in der Kollektion, und zwar Donald. So, ich hoffe, der Zoom macht jetzt mit. Ja, da ist er. Da ist der Donald Charm. Und wie gesagt, Nummer 4. Es fehlen noch 4 oder 5. Waren es 9 oder 8? Ich weiß es gerade nicht mehr. Auf jeden Fall ist dieses Armband schon richtig teuer und richtig viel wert. Denn ein Charm, also der Donald Charm hat 150 Euro gekostet. Wir haben ja noch Mini, Oswald und die Kutsche. Und die Kutsche war, glaube ich, sogar noch teurer als die anderen Charms plus das Armband. Ja. Als nächstes kommt, meine ich, habe ich schon gesehen, Baloo raus. Ja, ich bin jetzt nicht der größte Dschungelbuch-Fan, aber um die Kollektion zu vervollständigen, muss natürlich auch Baloo her. Aber ich finde es blöd. Also ich finde, was ich schön finde, ist, dass es halt ein hängendes, dann kam die Kutsche, dann wieder ein hängendes. Ich hätte mir jetzt wieder was Kleines gewünscht, sowas, dass es hier wieder so ein Abstand ist und dann wieder was Hängendes. Wisst ihr, was ich meine? Das sieht doch viel schöner aus. Und jetzt ist das halt irgendwie so drei Hängende und eins davon. Also hier inzwischen hätte ich noch gern so. Also ich weiß, man könnte natürlich was anderes kaufen. Aber ich wollte das Armband eigentlich nur auf Disney 100 Armband lassen. Vielleicht kommt da noch was. Lassen wir uns überraschen. Aber ich hätte das auch gern so nach der Reihe gehabt.
Naja, das ist jetzt mein Wunschkonzert. Ja. Und dann die letzten zwei Teile hat die liebe Nadine gekauft und zur Brina geschickt, weil ich hatte Angst, dass es erstens die Sachen nicht geben wird, wenn wir da sind und wir den Jahreskartenrabatt dann auch nicht bekommen. Weil es war ja mit der rosanen Plüschkollektion so, dass es die auch nur zwei Tage gab im Storybook Store und die dann für immer verschwunden ist und keine Ahnung, was die mit den Sachen gemacht haben. Das hatte ich bei der Kollektion auch. Denn plötzlich kam diese Kollektion in die Parks. Es wurde nicht vorher angekündigt, ja natürlich ein paar Tage vorher, dass sie jetzt in die Parks kommt, aber da hatte ich schon die Ohren bestellt bei Shop Disney. Dann hätte ich natürlich auch im Park gekauft mit Jahreskartenrabatt, aber die hatte ich dann schon und auch die Tasse. Aber die liebe Nadine hat mir dann den Hut mitgenommen. Richtig cool, einen neuen Fischerhut. Mit den ganzen Charakteren, wie bei den Ohren eigentlich auch. Jetzt fokussiert er wieder nicht, jetzt. Also, richtig cool. Von Joey, ich sag immer Jimmy Choo, aber er heißt Joey Who. Who? Weiß auch immer. Hat 40 Euro gekostet und kann man theoretisch wenden. Also man könnte ihn auch andersrum anziehen. Das Problem bei uns Mädels ist ja immer die Make-up tragen. Sobald man einmal so einen Hut anhatte, seht ihr hier schon bei mir, ist halt Make-up-Rand drauf. Das heißt, man kann ihn ich kann ihn gar nicht wenden, außer ich wasche ihn vorher. Aber um euch mal gezeigt zu haben, man könnte ihn theoretisch wenden und dann würde er so aussehen. Aber ich lasse die Seite, die ist nämlich eigentlich viel, viel cooler. 40 Euro und dann das passende Spirit-Jersey. Ich habe ja lange gewartet, bis er online kommt. Und tatsächlich kam er dann, als ich ihn schon hatte, irgendwann mal online. Aber mittlerweile ist er, glaube ich, auch wieder ausverkauft. Im Park hat er 80 Euro gekostet, ohne Jahreskartenrabatt. Und passend natürlich zu dem Hut, zu den Ohren, die ich gerade trage. Was haben wir hier vorne? Hier haben wir Dumbo. Hinten steht Disneyland Resort. Also kein Disneyland Paris, auch nicht, weil... Also nochmal... Gab es das schon mal? Ein Spirit Jersey im Disneyland Paris, wo Disneyland Resort drauf stand? Ich meine, weiß ich nicht, ich kann ja mal unten mal kommentieren, aber ich glaube, es gab es noch nicht. Fällt mir jetzt gerade nicht ein. Also bei dem rosanen stand Disneyland Paris drauf. Es gab immer eine Disneyland Paris Version. Aber, oh nein, die Figuren. Ah, oh, die Lego-Figuren. Das ist fast wie Domino-Spielen hier. Ja. Also eine Disneyland Paris Version gab es davon anscheinend nicht. Deswegen steht da Disneyland Resort drauf. Aber mega cool. Achso, hinten, da unten ist das Schloss drauf. Das kann ich euch mal zeigen. Und hier vorne ist auch noch die Grinsekatze drauf. Ja. Aber habt ihr auch im Try-Up gesehen. Ja, das war's. Das war mein Haul. Habe ich alles gezeigt. Ein paar sehr teure Stücke, ein paar sehr originelle Stücke. Aber ich freue mich über die ganzen Sachen. Und ja, das war mein Haul. Sonst, glaube ich, gibt's nichts zu sagen. In den nächsten Tagen kommt ein Q&A. Da verrate ich euch dann, wo es in den Urlaub geht. Und ja, was so ansteht, habe ich ja schon im... Was war das? Was war das für ein Video? Was habe ich denn abgenommen? Im Newsvideo, genau. Im Newsvideo habe ich euch gesagt, was in den nächsten Tagen und Wochen so ansteht. Das heißt, das müssen wir jetzt auch hier nicht erwähnen. Und das Video ist eh lang genug. Also ich würde sagen, ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, lasst bitte einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal, drückt auf die Glocke und dann sehen wir uns ganz bald wieder. Bis dann!